Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu MeinProject TV. Unser Thema heute ist die Gründungsförderung. Hier bei MeinProject TV bringen wir Ihnen komplexe digitale Themen auf einfache und verständliche Art und Weise näher. Begrüßen darf ich ganz besonders meine beiden Gäste zu meiner Rechten, Dr. Marianne Hock-Döpken, schön, dass Sie da sind, und zu meiner Linken, Herrn Professor Dr. Boris Bauke von der Technischen Hochschule in Aschaffenburg. Vielen Dank. Herr Professor Bauke, wir starten rein ins Thema. Sie sind für die Gründer an der TH Aschaffenburg verantwortlich und erstmal ganz frei gefragt, gibt es denn an der Technischen Hochschule überhaupt Gründer, Unternehmensgründer? Bei einer bundesweiten Arbeitslosenquote von 3,1% mag man das fast gar nicht glauben. Es gibt ja viele tolle Möglichkeiten, Berufe zu finden in der freien Wirtschaft aktuell. Also aus der Not heraus gründet aktuell niemand, auch nicht an der Hochschule. Aber es gibt ja noch die Möglichkeit, aus Chancen heraus zu gründen. Und mir wurde damals vor 2 Jahren, als ich hier gestartet bin, gesagt, wir haben bei uns keine Gründer. Unsere Studenten, die wollen nicht gründen. Und ich glaube nicht immer alles, was man mir sagt. Und habe auch selber sehr positive Erfahrungen in der Unternehmensgründung gesammelt und weiß, wie spannend das sein kann. Also haben wir gemacht, was man typischerweise an einer wissenschaftlichen Institution macht. Wir haben mal eine empirische Studie durchgeführt, um herauszufinden, haben wir eigentlich Gründungsinteressierte, Gründungspotenzial bei uns an der Hochschule. Und wir haben dabei die Frage gestellt, können Sie sich unternehmerische Selbstständigkeit als berufliche Option vorstellen? Wir haben eine repräsentative Stichprobe gehabt, also eine belastbare Studie durchgeführt, und 21% haben geantwortet, unternehmerische Selbstständigkeit, ja, möglichst bald. 21%, ja, ist schon mal recht mächtig, die Zahl. Und weitere 56% sagen, nach ersten Jahren der Berufserfahrung im Angestelltenverhältnis. Das heißt, wir haben 21% sehr starkes Gründungsinteresse und insgesamt 3/4 der Studierenden hier der Hochschule können sich eine unternehmerische Gründung vorstellen. Das ist natürlich eine super hohe Zahl. Was genau wird denn an der Technischen Hochschule für Gründungsförderung getan? Der grundsätzliche gründungsfördernde Prozess kann unterteilt werden in 3 grobe Phasen. Das erste ist die Sensibilisierung, das zweite ist die Qualifizierung und das dritte ist individuelle Betreuung von Gründungsinteressierten. Sensibilisierung heißt, erstmal das Thema überhaupt in den Köpfen zu platzieren, die Leute darauf aufmerksam zu machen, dass eine Unternehmensgründung eine Alternative sein kann zu einer normalen Angestellten-Tätigkeit. Das Qualifizierende heißt Gründerausbildung, also den Gründern die Tools, die Fähigkeiten mitzugeben, auch erfolgreich gründen zu können und dabei auch Ängste zu nehmen, dadurch, dass Sicherheit geschaffen wird. Und das Dritte, die individuelle Betreuung, das ist, wenn die Studierenden schon so weit sind, dass sie sagen, ich weiß, dass ich gründen will, ich habe eine ganz konkrete Idee und wie können wir dabei helfen, diese konkrete Idee ans Tageslicht zu fördern. Wenn wir auf die Hochschule gucken, sind wir typischerweise im vorwettbewerblichen Bereich tätig. Das heißt, alles, bevor eine Unternehmensgründung erfolgt ist. Ja, also die Ideenphase, das Anregen, das Qualifizierende. Aktuell bieten wir eine fakultätsübergreifende Veranstaltung zur Gründungsqualifizierung an. Unternehmertum für Studierende aller Fakultäten hier bei uns an der Technischen Hochschule. Wir werden ab nächstem Semester einen Studienschwerpunkt haben, der sich Unternehmertum und digitale Transformation nennen wird. Da mag man sich jetzt fragen, wie hängt denn das eigentlich miteinander zusammen? Unternehmertum, digitale Transformation, sind das nicht 2 unterschiedliche Sachen? Jein. Tatsächlich ist es so, dass ein Unternehmer der Treiber von Veränderung ist. Ja, also jemand, der etwas Neues kreiert, bewegt. Das kann er tun, indem er eine eigene Firma gründet. Das kann er aber auch innerhalb einer bestehenden Organisation tun. Also er kann zum Beispiel bestehende Prozesse, Geschäftsmodelle oder Produktportfolien verändern. Dabei ist unternehmerisches Handeln und unternehmerische Werkzeuge und Fähigkeiten sehr, sehr wichtig. Und im Übrigen lernt man im Unternehmertum auch selbstständiges Arbeiten und Verantwortungsübernahme. Und welches Unternehmen möchte das eigentlich heute nicht haben? Also das ist was wir im qualifizierenden Bereich tun werden. Im gründungsbetreuenden, individuellen betreuenden Bereich fördern wir zum Beispiel die Antragstellung bei öffentlichen Finanzierungsinstrumenten. Ganz besonders hervorzuheben ist dabei das Exist-Programm von der Bundesregierung und der EU. Das ist ein Programm, was junge akademische Gründer während des ersten Jahres ihrer Gründung finanziell unterstützt, sodass sich diese Gründer primär keine Sorgen um ihren Lebensunterhalt, sondern primär um ihre Unternehmensgründung kümmern können. Ja? Und dadurch deutlich bessere Startbedingungen haben. Da gibt es ein schönes Beispiel bei uns hier aus einem Immobilienstudiengang, den wir haben, die Firma DocEstate, die Digitalisierung von Behördenauskünften vorantreibt, zum Beispiel Grundbuchauszüge abholen
rufen. Die kommen ja aus der Hochschule, haben beide hier studiert, die beiden Gründer, haben zusammen mit der Hochschule einen erfolgreichen Gründungsförderungsantrag bei dem Exist-Programm gestellt und sind jetzt gefördert. Und bei den Projekten sind wir dann sehr, sehr dankbar für Partner, die wir im Ökosystem haben, die uns dabei unterstützen, solche vielversprechenden Gründungen auch aktiv zu fördern. Wir halten fest, es wird viel für Gründer getan hier bei uns in Aschaffenburg. Und damit komme ich zu Ihnen, Frau Dr. Marianne Hock-Döpken. Sie sind die Chefin des digitalen Gründerzentrums Alte Schlosserei. Und die Einstiegsfrage an Sie: Was bietet die Alte Schlosserei denn für Startups? Ja, Herr Professor Bauke hat es ja eben gerade gesagt. Also die Jungs von DocEstate, die sitzen jetzt mittlerweile bei uns, werden da auch individuell betreut. Als ja, klassischer Inkubator, also im Prinzip als Brutstätte für Startups, bieten wir zum einen Räumlichkeiten in Form von Coworking-Arbeitsplätzen, geschlossenen Büros, Konferenzräumen. Wir haben auch eine Lounge und eine Küche, die die Startups mitverwenden können. Also das ist das eine, also im Prinzip erstmal eine Infrastruktur für Startups. Aber das Herzstück des Ganzen ist tatsächlich der Transfer von Wissen und die individuelle Betreuung, die wir den Startups bieten können. Und bei der individuellen Betreuung bieten wir zum Beispiel Beratungsleistungen an, Coachings, Workshops zu Themen wie, naja, wie schreibe ich denn überhaupt meinen Businessplan? Wie pitche ich richtig vor Investoren? Und bei den Coachings handelt es sich tatsächlich um 1-zu-1-Coachings. Also sprich, wir können einzelne Startups individuell über einen längeren Zeitraum betreuen. Und manche intensiver als andere. Also bei den Jungs von DocEstate ist es aktuell ein sehr intensives Betreuungsvorhaben, was wir durchgeführt haben. Also die werden aktuell wöchentlich von uns gecoacht. Was zeichnet das digitale Gründerzentrum Alte Schlosserei denn aus? In meinen Augen zeichnen wir uns vor allen Dingen durch die Verzahnung zwischen Startups, unseren Partnerunternehmen und Netzwerkpartnern wie der Technischen Hochschule, der Industrie- und Handelskammer, der Handwerkskammer und der Zentec aus. Diese enge Verzahnung mit all diesen Institutionen führt zu einem einzigartigen Ökosystem, in denen sich im Prinzip Startups mit bestehenden Unternehmen ja, vernetzen und austauschen können. Und gerade dieser Austausch ist für junge Startups in der frühen Phase enorm wichtig. Können voneinander lernen wahrscheinlich, auch gegenseitig, oder? Ganz genau, können voneinander lernen, auch über Kundenbeziehungen, wie gewinne ich denn überhaupt Kunden. Da haben eben die sogenannten alten Hasen, also die schon bestehenden Partnerunternehmen von uns, einen Wissensvorsprung. Und die meisten Partnerunternehmen sind da wirklich gewillt, ihr Wissen weiterzugeben und fungieren auch als Mentor. Was passiert im Moment in der Alten Schlosserei? Aktuell passiert einiges. Das heißt? Das heißt, wir haben knapp über 30 Startups, die von uns gecoacht werden aktuell. Wir haben 14 Personen, die eingezogen sind, also knapp 8 Startups, die sich in der Schlosserei momentan befinden. Und eine Sache, die mich ganz besonders freut, ist, dass jetzt so nach und nach eine lebendige Startup-Community hier in Aschaffenburg entsteht. Und das ist besonders wichtig, um sie einfach untereinander auszutauschen und um sich gegenseitig zu unterstützen und zu helfen. Und wer das mal miterleben möchte, der sollte einfach mal zu eines unserer Veranstaltungen vorbeischauen. Zum Beispiel der Kaminabend, der findet alle 6 bis 8 Wochen statt. Da laden wir immer ein Startup aus der Umgebung ein, die einfach aus dem Nähkästchen zu einem bestimmten Thema wie Finanzierung oder wie beantrage ich Fördermittel plaudern. Und im Anschluss findet dann eine Networking-Session statt. Und wo genau ist das Ganze? Das Ganze befindet sich auf dem Werksgelände der Stadtwerke Aschaffenburg in der Werkstraße 2 hier in Aschaffenburg. Einfach vorbeikommen und klingeln und mal schauen, was da so passiert und wie wir auch weiterhelfen können. An dieser Stelle Dankeschön an Sie. Und mehr zum Thema Gründungsförderung gab es hier an der Technischen Hochschule bei der Veranstaltung Company Battle. Das Ganze sah so aus.
Auch in diesem Jahr fand der Company Battle für Gründer aus unserer Region an der TH Aschaffenburg statt. Also wir machen ja hier diese Company Battle jetzt schon das dritte Jahr. Und die ist deswegen so wichtig, weil wir den Gründern eine Plattform geben, die sie sonst eigentlich so nicht bekommen. Mit viel Publikum, mit Aufmerksamkeit, die werden ja auch im Vorfeld schon beworben. Und wir haben also festgestellt, die Sieger beispielsweise von den vergangenen Jahren, die haben sich äußerst gut etabliert. Wir werden die dann heute auch noch vorstellen und sagen, was aus denen geworden ist. Der Letztjahressieger zum Beispiel, der macht heute die Keynote. 5 Gründer durften der Jury ihren Pitch präsentieren und sich anschließend deren Fragen stellen. Geschäftsmodelle wie eine schmutz- und flüssigkeitsabweisende Modekollektion oder ein nachhaltiger Unverpacktladen wurden Publikum und Fachjury vorgestellt. Durchgesetzt hat sich am Ende die Firma Doc Estate, die immobilienbezogene Behördenauskünfte digital zusammenträgt und damit Unternehmen entlasten soll. Es freut einen natürlich sehr, wenn man so ein positives Feedback bekommt von dem Publikum und von der Jury. Wir haben beide Preise gewonnen und haben darunter unter den Gewinnen viele Beratungscoachings erhalten und unter anderem auch einen Aufenthalt im digitalen Gründerzentrum, in dem wir schon eingemietet sind, sodass wir dort den Aufenthalt nochmal ausweiten können für unsere Praktikanten beispielsweise. Die Veranstaltung Company Battle an der Technischen Hochschule in Aschaffenburg, organisiert und vor allen Dingen moderiert von meinem nächsten Gast, Frau Maike Schumacher von der Technischen Hochschule. Schön, dass Sie da sind. Wir fangen mal da an. Worum ging es denn bei der Veranstaltung eigentlich genau? Ja, das dritte Company Battle, mittlerweile das dritte, ist eine Veranstaltung für Jungunternehmer, wobei jung in dem Fall nicht das Alter der Gründer ist, sondern sie dürfen maximal 3 Jahre am Markt sein. Okay. Und in diesem Wettbewerb war es so, dass die Gründer, die Finalisten, jeweils 7 Minuten Zeit hatten, ihr Unternehmen zu präsentieren mit einem Timer. Also es wurde genau auf die Zeit geachtet. Und danach war 7 Minuten Fragen der Jury angesagt, wo sie sich dann eben nochmal einigen Fragen stellen mussten. Zusätzlich gab es noch den Winner of the Hearts, das war praktisch der Publikumsliebling. Das heißt, das Publikum durfte auch mitbestimmen und hat dann eben ihren Gewinner auch noch gekürt. Bei meinem Project Digital gibt es verschiedene Wissenstransferangebote. Können die auch von Gründern in Anspruch genommen werden oder wie läuft es da ab? Ja, also mein Project Digital ist ja ein Projekt, das durch den Europäischen Sozialfonds in Bayern finanziert wird und richtet sich an kleine und mittelständische Unternehmen am Bayerischen Untermain, die maximal 250 Mitarbeiter haben. Nach unten hin gibt es allerdings keine Grenze. Das heißt, jedes Unternehmen, was am Markt existiert und eben nicht größer ist, hat die Möglichkeit, unsere Angebote in Anspruch zu nehmen und diese in der Regel auch kostenfrei. Interessant für Gründer sind zum Beispiel halt Workshops wie Design Thinking zum Beispiel. Das haben wir im Februar als nächstes auf dem Programm, wo es eben um kreative Innovationsprozesse geht, aber auch eben online-basierte Kurse und Unterlagen, die wir auf unserer Lernplattform bereitstellen. Die können eben auch unabhängig von Ort und Zeit in Anspruch genommen werden, gesehen werden. Und manchmal wird es ja ein bisschen eng in der Gründungsphase, da ist man zeitlich ja doch sehr eingespannt und da kann man eben auf Online-Plattformen zugreifen und dort einfach wann immer man möchte, eben diese Angebote in Anspruch nehmen. Und damit vielen Dank an Sie, Frau Schumacher. Thema Gründungsförderung, mein Project Digital. Das war's für heute. Ihnen vielen Dank fürs Zusehen und ich sage ciao, tschüss hier aus der Technischen Hochschule in Aschaffenburg.